Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es mal um etwas recht Spezielles, und zwar um Messverfahren zur Ermittlung der Geschossgeschwindigkeit. Also spätestens mit der Entwicklung weittragender Geschütze suchten Artilleristen nach Möglichkeiten, die Geschwindigkeiten der verwendeten Geschosse zu jedem Zeitpunkt der Flugbahn zu bestimmen. In französischen und deutschen Publikationen, beispielsweise im Journal der Armes Special, oder im Archiv für preußische Artillerie- und Ingenieuroffiziere aus dem Zeitraum der 1850er Jahre wurden bereits mehrere elektromagnetische Apparate vorgestellt, um die Messung der Geschossgeschwindigkeit möglichst genau durchzuführen. In den 1830er Jahren begann man mit mechanischen Zeitmessern zu arbeiten. Und ein paar Jahre später kamen dann elektromagnetische Versuche dazu. Dazu wurden nicht nur theoretische Erwägungen unternommen, vielmehr kam man schnell dazu, auch mittels Schießversuchen die Anfangsgeschwindigkeit durch elektroballistische Vorrichtung zu ermitteln. 1840 hat dazu Charles Wheatstone ein elektromagnetisches Chronoskop erfunden, welches bereits 1/7300 einer Sekunde messen konnte. Also 1840. Und damit ein Drahtgitter entwickelt, bei welchem die stromführenden Drähte so eng sind, dass ein durchfliegendes Geschoss diese zerreißt und dementsprechend zur Zeitmessung geeignet ist. Und dieses Drahtgitter hat sich bei belgischen Versuchen zur Ermittlung der Geschossgeschwindigkeit sehr bewährt. Auch Werner Siemens hat mit elektromagnetischen Aufbauten experimentiert. Dabei versuchte man mit Elektromagneten unterschiedlichen Stromstärken und Magnetisierungs- und Entmagnetisierungszeiten einen entsprechenden Zeitmesser zu konstruieren. Generell kann dabei zwischen direkten und indirekten Methoden unterschieden werden. Direkte Methoden sind beispielsweise ein ballistisches Pendel, eine Fotografie der das Geschoss begleitenden Kopf- und Schwanzwelle. Das ist aber nur im Überschallbereich erfolgsversprechend. Das sieht dann ungefähr so aus wie bei diesem Schiffsvideo hier. Also Kopf- und Schwanzwelle ist ganz gut zu sehen. Dann gab es noch das Schießen einer magnetisierten oder eines magnetisierten Stahlgeschosses durch eine Röhre und dabei die Nutzung der Induktionswirkung. Und bei den indirekten Verfahren ist beispielsweise die sehr ungenaue Zeitmessung zu nennen oder auch das bereits erwähnte Chronoskop. Hier mal zwei Messmethoden als Modell. Einmal das ballistische Pendel und das sieht wie folgt aus. Der Schuss löst sich, dringt in den Zielblock ein und dieser bewegt sich dahin aufwärts. Und da kann man natürlich sehr gut die zurückgelegte Strecke messen und kann dementsprechend die Geschwindigkeit zurückrechnen. Und dann gibt es als zweite Methode, die ich hier mal vorgestellt habe, die Drahtgittermethode. Auch hier, das Geschoss nähert sich dem Drahtgitter, hat jetzt Kontakt, die Zeit beginnt zu laufen. Und bei erneutem Kontakt bleibt die Zeit stehen und die Entfernung kann gemessen werden. Ja. Selbstverständlich gab es so eine Messvorrichtung der Ermittlung der Geschossgeschwindigkeit auch am Versuchsplatz Kummersdorf. Wann genau ist unbekannt, vermutlich vor dem Ersten Weltkrieg. Meine älteste Karte ist von 1908, da ist noch nichts drauf. Und dann haben wir hier diese Übersicht aus den 30er Jahren und dort ist hier rechts neben der neben dem Beginn der eigentlichen Schießbahn diese Messvorrichtung zu erkennen. Und hier haben wir natürlich auch noch die beiden Bilder, die mir zur Verfügung stehen. Einmal das etwas schlechtere und dann das
bessere Bild. Ja, da kann man es ganz gut sehen, dieser große Drahtgitterturm, und auf der linken Seite zwischen dem Waldstück dort und diesem Drahtgitterturm, das ist der Bereich der Schießbahn. Links unten kann man übrigens auch noch die Nulllinie sehen. Und ja, in diesem Drahtgitterturm wurde eben durchgeschossen. Da wurden die Zeiten mit ermittelt. Leider ist davon nichts erhalten, oder besser gesagt fast nichts. Denn es gibt hier das Originalschild des Steuerpultes dieser Anlage. Dieses Schild wurde von Vereinskollegen nach dem Abzug der sowjetischen Truppen dort gefunden und kann im Museum des Vereins besichtigt werden. Ja, das war's mal wieder von diesem Video. Wenn euch das gefällt, dann kommentiert, fragt, gebt mir ein Like und abonniert, so noch nicht geschehen. Und ansonsten, wenn ihr uns sonst wie unterstützen wollt, findet ihr unten in der Beschreibung einen Link. Da könnt ihr uns einen Kaffee oder ein Bier kaufen. Ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss, Helge.